Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Dragon Age. Wir sind auf der Suche nach Illyana. Haben wir hier, in der letzten Folge haben wir unsere neuen Weggefährten bekommen, hier den netten Armbrustschützen. Ich habe gerade schon wieder vergessen, wie heißt der Magier. Und unsere alte Kollegin hier außer Gefangenschaft, die uns ja mit ins Freie genommen hat, sozusagen, aus der Gefangenschaft mehr oder weniger rausgeholfen hat. Und wir sind jetzt auf dem Weg ins Lager. Also, wir könnten erstmal hier vielleicht nochmal einen Heiltrank. Oh, warte mal. Wie ging das? Ich hab das schon wieder. Achso, okay. Ja, stimmt so. Erstmal einen Heiltrank schlucken. Meine Vorsicht ist die Mutter des Porzellanlands und ab geht's. Freunde, ab geht's. Oh. Okay, erstmal jetzt hier aufräumen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob die Dämonen aus dem Riss gleich raus spawnen. Wenn wir die nicht rechtzeitig töten, aber ich glaube nicht. Nee, sieht noch nicht so aus. Gut, dann machen wir erstmal den Riss zu. Gut, easy going hier. Alles klar. Jawohl. Stufenaufstieg, dein Charakter hat eine Stufe aufgestiegen. Bei einem Stufenaufstieg werden deine Gesundheit und Werte automatisch erhöht und du erhältst einen Fähigkeitspunkt, den du investieren kannst. Ja, drücke Charakterbogen. Okay. Dann wollen wir das auch mal direkt machen. Wo ist denn der Charakterbogen? Ach, da oben. Okay. So. Fähigkeiten, Taktiken, Attribute, Verhalten. Was ist das? Doppeldolche, Bogen, Sabotage, Täuschung. Taktiken, Attribute, Verhalten. Was ist hier bei Attribute? Stärke. Kann man das denn irgendwie skillen oder wie ist das? Schurke der Stufe 2. Achso, das ist wahrscheinlich denn. Okay, alles klar, das können wir noch hier alles anpassen. Heiltrankreserve. Okay, wir müssen auf Fähigkeiten gehen. Doppeldolche, Bogen, Sabotage oder Täuschung. Ich glaube, wir gehen erstmal auf den ganz klassischen Angriff mit den Doppeldolchen. Ja, ich denke mal, das ist ganz selbsterklärend. Okay. Ja. So, Zwillingsfangzähne haben wir ja bereits schon eingespielt, sind wir damit ja schon, das haben wir schon mehrmals benutzt. Du wehrst einen Angriff deines Gegners Bleach ab und setzt dann zum Konter gegen eine Lücke in seiner Verteidigung ein. Momentan haben wir noch keine Gegner, die sich verteidigen so wirklich. Was ist das? Flankenangriff. Springst durch einen Schatten, um einen Gegner und mit tödlichen Angriff von hinten zu... Ach komm Jungs. Das nehmen wir. Ja doch. Lernen. Und anwenden. Ja. Und dann wahrscheinlich dem Kampfmenü zuweisen. Ja, haben wir ja schon gemacht. Ist auf B. Und dann können wir wahrscheinlich... Nice. Wir können halt hier mehrere Sachen einfügen. Ich kann es ja schlecht zeigen. Unten rechts seht ihr das. Da haben wir links diesen... Das war blöd. Links diesen Zwillingsangriff. Dann rechts dieses Ermorden von hinten. In der Mitte dieses Lernen, das dieses unsichtbar machen. Und dann können wir hier zur zweiten Seite sogar nochmal alles ausfüllen. Das ist natürlich ganz cool. Okay, dann wollen wir erstmal das Tor öffnen. Lady Cassandra hat es uns befohlen und los geht's. Was auch immer dieses Ding auf eurer Hand ist, es ist nützlich. Das weiß ich. Und öffnen. Sieht aus wie Feuer. Kann man hier was plündern? Perfekt. Vorräte aufgestockt. Okay, moin. Da sind sie also. Ihr habt es geschafft. Kanzler Roderick, das ist... Ich weiß, wer er ist. Als Großkanzler der Kirche befehle ich euch hiermit, diesen Verbrecher nach Val Royaux zu bringen, wo ihn seine Hinrichtung erwartet. Ihr befehlt es? Ihr seid ein besserer Büttel, ein Bürokrat. Und ihr seid eine Handlangerin, und zwar eine, die angeblich der Kirche dient. Wie ihr sehr wohl wisst, Kanzler, dienen wir ihrer Heiligkeit. Justinia ist tot. Wir müssen eine Nachfolgerin wählen und uns dem beugen, was sie in dieser Angelegenheit entscheidet. Gut, die scheinen ja ziemlich durcheinander zu reden, also würde ich einfach mal sagen, wir nehmen, also hat hier niemand das Sagen, weil so Hand und Fuß hat das Ganze nicht, was die erzählen. Also hat hier eigentlich keiner von euch tatsächlich das Sagen. All unsere Anführer sind tot!
Lasst uns abziehen, Sucherin. Unsere Lage hier ist hoffnungslos. Wir können das alles noch aufhalten, bevor es zu spät ist. Und wie? Selbst mit all euren Soldaten werdet ihr nicht lange genug überleben, um den Tempel zu erreichen. Wir müssen zum Tempel. Das ist der schnellste Weg. Aber nicht der sicherste. Unsere Truppen können einen Ablenkungsangriff durchführen, während wir durch die Berge gehen. Ein ganzer Trupp ist auf diesem Weg verschollen. Es ist zu riskant. So hört doch auf mich. Gebt diesen Plan auf, bevor es noch mehr Tote gibt. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Nice, jetzt werden wir also gefragt, wie man vorgehen sollte. Okay, ihr fragt nach meiner Meinung oder nehmt den Weg durch die Berge. Das bedeutet schnell, aber indirekt. Soldaten werden anderorts als Ablenkung dienen. Das Problem wird früher angegangen, doch es könnte Verluste geben. Oder greift ihn mit den Soldaten an. Ein groß angelegter Angriff mit Soldaten, die sicherstellen, dass ihr den Tempel erreicht. Die Speer auf dem Pass sind womöglich verloren. Ich würde nicht anzweifeln, warum sie mich fragen, weil ich finde es ganz gut, dass wir hier entscheiden können. Und ich würde sagen, wir nehmen den Weg durch die Berge, weil es Verluste geben könnte. Das heißt, es sterben vielleicht 2-3 Leute, ja. Aber hier, die Speer, das war, glaube ich, nicht so gut. Und hier wird das Problem direkt an der Wurzel gepackt und deswegen nehmen wir das. Nehmt den Weg durch die Berge. Arbeitet zusammen. Ihr alle wisst, was hier auf dem Spiel steht. Liliana, bringt unsere verbliebenen Leute ins Tal. Jeden Einzelnen. Die Folgen gehen auf euer Konto, Sucherin. So, und jetzt sind wir hier, also... Oh, lol, ich dachte gerade, ich wäre hier runtergebackt, Alter. Ich hab mich runterfallen gesehen. Okay, da hinten ist also das Ding. Und wir können jetzt hier hinaufklettern. Macht er alleine, alles klar. Ich muss also nicht steuern. Das ist doch gut. Der Tunnel müsste gleich dort vorne sein. Und direkt dahinter liegt der Weg zum Tempel. Was für eine Art Tunnel also weiter noch klettern? Ein Bergwerksstollen? Er ist Teil einer alten Minenanlage. Diese Berge sind voll von derartigen Gängen. Und eure verschwundenen Soldaten sind irgendwo da drin? Gemeinsam mit dem, was auch immer sie festhält. Das werden wir noch früh genug herausfinden. Gut, weiter geht's hier am Hang entlang. Aha, wir sind hier nur am Klettern in dieser Folge, oh mein Gott. Ach ja, haben wir erst ein paar Verhandlungen betrieben, was auch immer. Und sind jetzt am Klettern. Perfekt, das ist so eine schöne diplomatische Folge. Wie Politikunterricht, sterbenslangweilig. Okay, und los geht's. Also eine neue Art hier von Dämonen, die sieht ein bisschen anders aus. Und ich wollte halt mal den neuen Schlag ausprobieren. Der hat das auf jeden Fall in sich, macht jetzt vielleicht nicht so viel Schaden. Ich treffe den Typ gar nicht die ganze Zeit. Und ich will nochmal den neuen Schlag ausprobieren. Jawohl. Doch, der ist ganz geil. Der hat was. Das Ding ist natürlich jetzt ein bisschen hart gepanzert. Aber absolut kein Problem für den Master. Das hat er easy gemacht hier. Haben wir jetzt einen Fluch auf uns drauf? Ist es ein Fluch, dieses Grüne? Ich weiß es nicht. Und was machen die hier? Die kämpfen hier unten. Also, alles klar. Alles klar! Okay, hier sind ein paar Kerzen. Und hier können wir so einen Riss schließen. Nee? Oh, okay. War wahrscheinlich nur ein Fehler in der Matrix. Gut, gibt es irgendwas zum Lesen? Das wollte ich nicht. Ich wollte gar nicht so einen super mega Angriff ausführen. Ich wollte eigentlich nur die Kiste zerschlagen. Gut, haben wir irgendwie eine Karte, wo wir hin müssen?
Alles klar. Hier sind ein paar Weinfässer. Ja, es scheint ein bisschen kalt zu sein draußen. Könnte man so anmerken. Ja, und hier ist dann der Weg zu Ende. Ja, ach nee, hier geht's weiter. Alles klar. Okay, nice. Und da sind direkt... Fand ich, würde sagen, erstmal direkt einen Eröffnungsschlag. Eröffnungsschlag. Okay. Und, okay, los geht's. Das sind direkt ein paar mehr. Aber, ja gut, das sollte kein Thema sein. Nice, der ist eingefroren. Ich weiß nicht, ob das jetzt von uns eine Fähigkeit war oder von einem von unseren Kameraden. Auf jeden Fall sehr geil, dass der einfriert. So. Achso, nee, hier, der... Ich hab die ganze Zeit X hier, obwohl ich mit, hinten mit der Schildklasse angreife. Hier, unser Magierfreund friert ihn ein. Das ist natürlich nice. Das, sowas finde ich echt cool. Generell finde ich es ein bisschen cool, dass wir sowieso nicht so vielen hier unterwegs sind und ich nur alleine hier rumlaufen durch die Gemäuer. Ja, ist okay, muss hier nicht angeben. Das heißt, dass wir theoretisch immer oder meistens überlegen sind, weil wir ja uns ja alle gegenseitig helfen können. Wir können auch alle Charaktere spielen, das finde ich auch im Nachhinein sehr ganz, eigentlich ganz geil. Fand ich, glaube ich, auch schon vorher ganz geil. Und ja, hier sind die Soldaten. Drei Stück. Tot. Die anderen vielleicht weiter vorne verschanzt haben. Die Bresche muss für uns an erster Stelle stehen. Wenn wir sie nicht bald schließen, ist niemand mehr sicher. Das überlasse ich unserem elfischen Freund hier. Also ist alle Hoffnung auf uns gelegt hier, Freunde. Ich frage mich ganz ehrlich, Dragon Age ist jetzt so ein Spiel, das ist ja nicht nach einer Stunde beendet. Das hat ja ein gewisses... Potenzial, eine gewisse Länge, die man hier spielen kann. Ich würde sagen, kurz unsichtbar machen und kämpfen. Da erzähle ich gleich kurz weiter, was ich vorhabe. Erstmal, ich würde sagen, hier diese Dämonen angreifen. Was ist das hier für Bug gewesen? Okay, los geht's. Muss hier Soldaten? Ja, scheint so. Und bam, aufgeschlitzt die Scheiße. Gut, und dann sind alle hier. Können wir das Portal zumachen, ne? Da kommt noch so ein Dämon raus, aber gut, das ist kein Thema, der wird direkt genommen hier. Jawohl, das Portal ist, glaube ich, geschlossen, kann es sein? Boah, sind die Viecher hässlich, Alter. Ist das jetzt zu, das Portal? Okay, nee, jetzt kann ich es zumachen. Gut, was ich sagen wollte, Dragon Age ist ja nicht nach einer Stunde erledigt, das hat ja ein gewisses Spielpotenzial und ich frage mich ganz ehrlich, was passiert, wenn wir jetzt diesen großen Riss geschlossen haben? Ihr habt ihn ebenso geschlossen wie den letzten. Ja, ich weiß. So langsam bekommt ihr Übung. Dann hoffen wir mal, dass es bei dem Großen auch funktioniert. Dem Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid, Lady Cassandra. Ich glaube nicht, dass wir noch viel länger durchgehalten hätten. Dankt unserem Gefangenen, Leutnant. Er hat darauf bestanden, dass wir diesen Weg nehmen. Dem Gefangenen? Dann seid ihr... Ja... Es war selbstverständlich. Einfach nur jemand, der Risse schließt und Soldaten rettet. Und dafür bin ich euch zutiefst dankbar. Der Rückweg ins Tal ist im Moment sicher. Geht, solange ihr noch könnt. Wir brechen sofort auf. Na los, Bewegung! Der Weg vor uns scheint ebenfalls frei von Dämonen zu sein. Dann beeilen wir uns besser, bevor sich das ändert. So, und ich erzähle jetzt mal kurz zu Ende, was ich gerade eben erzählen wollte. Und zwar, der Weg zu diesem großen Riss kann eigentlich nicht so viel in Anspruch nehmen. Ist das überhaupt der große Riss? Ja, genau. Und ich frage mich, wie die Story weitergeht. Bei Skyrim zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man Dragon Age mit Skyrim vergleichen kann, vielleicht werde ich jetzt gesteinigt von euch, aber bei Skyrim ist es eigentlich, man weiß ja, man muss das Königreich erweitern, man muss alles machen hier. Naja, hier besitzt er auf diesen großen Riss und das ist jetzt die einzige Stelle, wo ich, die ich wahrnehme, wo ein Riss ist. Klar, kleine Risse auf dem Weg dahin, aber jetzt ist dieser große Riss. Und ich frage mich, wenn wir ihn schließen, ob wir dann weitere Risse bekommen, dass die Katastrophe sozusagen noch zunimmt und dass hier sozusagen die Einspielung, dass das Einspielen ist von dem Ganzen, oder ob es dann, wie es dann weitergeht, das frage ich mich ganz ehrlich. Und na, ich würde nur sagen, wir lassen uns überraschen. Wo muss ich hin? Achso, hier. Gut, da will ich hier gar nicht weiter rum. Philosophieren, sondern spielen! Ich will alle Tournaments spielen! Wo ist jetzt Gap, dass das lädt? Okay.
Sorry. Ich sollte aber nicht rumschreien, weil mein Mikrofon vielleicht leicht übersteuert, aber ist egal. Ich quatsch schon wieder hier zwischen. Okay, wir sind also schon ziemlich nah dran. Ich laufe hier einfach mal vor. Einfach mal so rein. Einfach so, die Scheiße. Aber Freunde, ich würde mal sagen, ich weiß jetzt nicht, was wir in dieser Folge alles geschafft haben. Ich glaube, wir haben ordentlich was geschafft. Ich würde sagen, das war's. Also ordentlich was geschafft haben wir natürlich nicht. Wir haben aber eine gewisse Zeit erreicht und ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder von Let's Play Dragon Age. Habt noch einen schönen Tag. Haut raus. Bis dahin. Ciao, ciao.